Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Ja, hier geht's natürlich weiter. Auf meine Abenteuer auf Sandstein natürlich. Und ja, wir sollten noch ein paar Dinge tun. So wie winddichtes Tuch basteln. Und dafür brauchen wir von der Quelle Baumstamm, Sisal. Ich habe keine Ahnung, wo man das herbekommt, aber wir werden es gemeinsam herausfinden. Oh, ich habe Kupferdrähte. Chromstahlstange. Da fehlt uns noch was. Da muss ich mal schauen, wo konnte man das nochmal herstellen? War das hier Schleifer? Chromstahlstange? Nö. So? Nö. Hä? Ich hab's mal irgendwo hergestellt. Chromstahllager. Genau. Ach du meine Güte, da brauchen wir ja Chromstahlstange. Und da habe ich nur 1 von 6? Wie gaga ist das denn? Kann ich wieder, ja, ich kann wieder neue Aufträge annehmen, wenn ich das möchte. Die meisten wollen ja alles mit Chromstahl. Geht's noch? Hier, ich nehme das. Einmal. Einmal nehmen. Und drei Tafeln, Schalltafeln herstellen. Und dann geben wir mal die Geschichte ab. Camille. Los. Reiten wir mal eine Runde. Also nicht das, was ihr denkt. Oder soll ich eher sagen, reisen wir mal los? Das wäre, glaube ich, passender. Mr. Cree? Ihr Auftrag. Bitteschön. Ja. Viel Spaß damit. Was auch immer du davor hast. Interessiert mich recht wenig. Von daher. Und dann noch Bratpfannen, ne? Bratpfannenaufträge. Hui! Rebuild the natural world. Ja, ja, schreib mir mal nicht so an. So, Bratpfannen waren hier. Wie viel kann ich? Sechse. Und drei brauche ich bloß. Gut, dann nehme ich schon mal den Auftrag an. Bratpfanne. Eisendolch, Eisener Großschwert. Ja, ist das gleiche wie hier. Okay. Ja, können wir jetzt gerade überhaupt nicht. Naja, lass den mal erstellen. Und ich mache mir mal schlau, wo ich jetzt diese. Also vom Baum, diese Pflanzen. Da schauen wir uns mal ein bisschen um, ne? Natürlich in der Wüste. Hinten. Also wenn da diese toten Bäume gibt, dann gibt es aber bestimmt auch andere Bäume. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht dieser Baum, den wir da hinten angepflanzt hatten. Ich hoffe nicht. Oder hier so eine Büsche. Aber ich glaube nicht, dass sie Büsche sind, oder?
Sandblume. Sandblume. Hm. Leider nicht das, was ich suche. Die komischen Sisalpflanzen. Vielleicht bin ich ja auch falsch. Ich bin mir da nicht so sicher. Hallo Boxer. Eine Sandblume. Katzenschnurrhaar. Wow. Katzenschnurrhaar gelernt. Hm. Aber nicht das, was man wirklich braucht. Dupidupidupidu. Ab in die Wüste. Ab in die Wüste. Das ist dieser Trockenbaum, ne? Und diese Kaktus. Kakteens. Also hier diese Kaktusblume. Ja, es war mir klar, dass sie sowas nicht haben. Was mit diesem Busch hier? Auch keine Sisalpflanze. Knochen. Na los. Sammel. Hm, ist klar. Da gibt's bloß Knochen. Sandgras. Dornhüpfer. Na, okay, okay, okay. Ich geb's da schon auf. Moment. Gibt's da noch komische Pflanzen? Hier, kann ich das? Insektensamen. Ja, toll. Ja, Rosenstein. Jetzt wissen wir ja alle, was es ist. Rosenstein. Was denn sonst? War das ja auch Rosenstein? Ja, ist auch Rosenstein. Okay. Tour viel bauen, aber kein Reisemomente, ne? So wie jetzt. Das machen wir überhaupt nicht. Bisschen blöd, aber hm. Diesen Baum brauche ich auch nicht probieren. Ich würde gerne hier unseren Baum probieren, aber ich glaube, dafür war das nicht gedacht. Los, holz ihn ab. Ernten. Ernten. Nicht verfügbar. Ja, ach komm. Irgendwo muss man hier die Sisal-Dinger herbekommen. Oder kann man die kaufen? Ich hoffe nicht. Wollen alle mein Geld. Naja. Ich guck mal kurz im Internet. Einen Moment. Okay, ich hab's gefunden. Ich jetzt weiß ich, wo die sind. Ja, englischen Video. Hat mir gezeigt, wo ich lang muss. Also eine gegensetzte Richtung. Nicht hier. Aber das Problem ist, dort gibt's immer noch Giftgase. Also muss ich den Anzug auch noch holen. Mal gucken, ob der Baum auch da steht. Es sei denn, ich muss die Hauptstory weitermachen. Obwohl, nee, eigentlich müsste trotz Giftgase diesen Baum an derselben Stelle immer noch also geben. Und ich habe es noch nie gesehen. Ich habe immer drüber weggeschaut. Aber ich hole mal trotzdem meinen Anzug. Und lasse Kamel mal hier. Weil da müssen wir wirklich zu Fuß gehen. Oh, da meine Taschen sowieso wieder voll sind. Wie immer. Werde ich mal alles einlagern, was geht. Und wie ihr seht, haben wir auch genug Lehm. Einfach mal einen Schnelldurchlauf.
So, hier mal sortieren. So. Haben wir ja Sandblume. Ah, da steht auch Baumstamm. Einfach nur Baumstamm. Anstatt konkrete Angaben. So. Hifeng. Halt, mein Anzug. Ich kann doch nicht ohne Anzug dahin rennen. Sterbe ich ja. Also mein Charakter, ich nicht, aber... hier, genau. Den Anzug brauche ich dafür. Alles ziehe ich erst an, wenn wir da sind. In dieser Richtung müssen wir laufen. Ja, laufen wir mal. Mal schauen, ob das einen Unterschied macht, ob das nur mit oder ohne Giftgase sein sollte. Hey, macht ja keinen Sinn, wenn dieser Baum nicht da ist, weil Giftgase da sind. Das würde in dem Fortschritt der... Ja. Da. Okay, die Giftgase sind da unten. Aber die Bäume sind hier oben. Gut, dann brauche ich mir nicht um sie. Dann nehme ich halt diese Bäume hier. Hier, schaut euch einer an. Hier, Sisalbaum. Haha, gelernt. Sisalbaum. Sehr gut. Und da gibt es diese Sisalpflanzen. Auch sehr gut. Schade, dass wir keine Samen bekommen dafür. Sonst hätte ich selber angepflanzt. So. Ich weiß ja nicht, wie viel Pflanzen ich davon brauche. Gut, ich brauche bei diesem giftigen Zeug nicht lang gehen. Ich kann einfach hier oben lang. Oh, Dingsbums-Getöns. Oh, gelernt. Mm. Ja, aber da gibt es bloß Holz und Pflanzenfaser. Hä? Was ist das hier? Nichts. Und darf ich das hier nicht? Gibt es auch Hyänen? Oh. Hm. Hm. Auch die... Ja. Sieht interessant aus hier. Oh, was gibt's denn da? Was ist das hier? Schwefel. Ja. Nimm mich mal mit. Nimm mich einfach mal mit, weil wir es können. So, ob diese Sisalpflanzen reichen, bin ich mir nicht sicher. Lauter Hyänen, ja. Die ignoriere ich jetzt mal ganz getrost. Könnt ihr eigentlich diesen einen Baum auch noch mitnehmen? Muss ich hier schon umziehen? Nee, ne? Nee. Also kann ich diesen auch noch mitnehmen? Ich habe auch keinen Effekt. Mit Gift oder so. Auch ganz gut. Gut. Da 11 Sisal. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 42. Oh, ich glaube, das reicht schon. Sehr gut. Hätte doch mit einem Reittier herkommen können. Ah. Egal. Diese Quest ganz gut. Ja. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Ich komm nicht hoch. Ich bin kein Assassin. Oh, hier geht's hoch. Gibt's hier oben nicht noch irgendwie sowas? Nee, ne? Hier in diesem Areal? Nee. Hier gibt's nur das, was ich sammeln darf. Wow. Woanders darf ich die Hypo-Hitu oder die, hier diese Hyperschlafkammer nicht abbauen, nur hier bei uns. Woanders darf ich nicht. Böse, böse. Böse, böse. Oh, sind wir da in unserem Haus? Sehr gut.
Lalalalalala. So, genau, jetzt diese Tücher sammeln. Bauen. Herstellen natürlich. Im Sinne. Sehr gut. Vierwindig, das Tuch wird hergestellt. 5 Minuten fertig. Jetzt nur noch Chrom-Stahlstange. Da brauchen wir natürlich Chrom-Stange. Chromerze. So. Oh, die Bratpfannen sind fertig. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Auftrag mit diese komischen Schwerter. Schade, dass ich die Pistole nicht bauen kann. Aber diesen komischen Super-Schockschild. Wow. Was soll ich damit? Arschkratzen. Ja, ich glaube auch. Hier, eiserner Großschwert. Kupferschraube. Was war es noch? Schau mal kurz. Eisendolch. Oder Großschwert. Was will sie mit Eisendolche? Was brauche ich für Dolche? Ach, habe ich ja. Ja, okay. Dann nehmen wir das mal an mit den Dolchen. Das wäre dann der letzte Auftrag. So. Dolche. Nur einmal. Ja, wenn wir wieder da sind, sind die Dinger fertig. Sehr gut. Also diese Pflanzen habe ich. Ganz gut. Jetzt muss noch die Bratpfanne an Marbel abgeben. Wenn sie überhaupt da ist. Ist sie wieder... Ich glaube nicht, dass sie gesund ist. Oh, ich darf rein. Hallo Marbel. Thank you. Bitteschön. Wie geht's dir? Als ich jung war, gab es viele Ansehen... Ja, wow. Okay, ihr geht's anscheinend gut. Aha, aha, aha. Und hier ist bestimmt Elsies Zimmer. Vermute ich mal. So, dann schauen wir mal, ob die Dolche fertig sind. Dann können wir das auch noch direkt abgeben. Schauen wir mal unseren Kontostand. 22.000, sehr gut. Aber wir brauchen noch Chromerz. Ja, Chromerz. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also morgens zum Beispiel. Heute nicht mehr. Wir machen bloß Sandaufträge. Also die Aufträge aus Sandrock. Und dann war es das auch wieder. gelevelt haben wir dadurch nicht. Wir sind gerade mal frisch Stufe 40. Und auf 50 zu kommen, würde viel zu lange dauern. Wenn man doch diesen AFK-Baum treten machen könnte. Also hier so stehen. Und dann immer treten. Stundenlang. Mehr wird nicht kommen. Ja, und XP bekomme ich auch nicht dadurch. Da kann man so viel treten, wie man will. Schade, dass man so nicht leveln kann. Bei Portia war das so. Da durftest du so lange treten bei dem Baum, du hast so viel XP bekommen. Auch voll easy zu leveln. Oh, ja. Oh, das muss im perfekten Zustand sein. Oh, das ist schlecht. Ja, dann veredeln wir das Ganze und haben es jetzt im perfekten Zustand. Wir haben auch sehr viel gesammelt an Items. Finde ich sehr gut. Das Einzige, was mir noch stört, ist das Haus. Dass es so klein ist. Das bedeutet, irgendwann, wenn wir genug Geld haben, werde ich das Haus vergrößern. Verschönern. Verfeinern. Verwirklichen. Warum sind wir hier drin? Ach so. Wo ist sie?
gar nicht hier. Die ist gar nicht da. Die ist da oben. Die kommt gerade. Oh. Nee, sie läuft gerade nach Hause. Okay. Hallo. Thanks. Bitteschön. Noch eine Frage habe ich. Wann hast du Geburtstag? Na, am Tag der hellen Sonne. Bye. Sehr fies. Aber er tragt sich ja hoffentlich alles im Kalender ein. Ja, Chromstahlstange. Das wird noch so ein Ding, du. Ich frage mich, ob wir auch schon bessere Kisten bauen können. Größere Kisten. Wo man mehr Platz drin hat. Holzkiste ist ja das eine. Ob es jetzt noch bessere Kisten... Mal schauen. Große Lagerkiste wäre das einzige, was größer ist. Mini-Aufbewahrungsbox. Wir haben, glaube ich, Holzkiste immer gebaut. Aber große Lagerkiste, glaube ich, wäre das Beste. Also diesen kleinen Zeug hier. Und das hier kostet auch sehr viel Geld. Wie ihr seht, 45.000. Auf Stufe 7. Ich frage mich, wie viele Stufen das gibt. Und wir brauchen mehr solche Tau-Dinger hier. Tausammler. Das reicht hinten und vorne nicht. Ich schau mal kurz wegen Tausammler. Nicht Staubsauger. Tausammler. Okay, unter Maschinen anscheinend. Hier, Tausammler. Was braucht man da nochmal? Nee, Holztisch. Leder habe ich sehr wenig. Marmorziegel auch sehr wenig. Und Steindruck sehr wenig. Oh. Ich habe noch nie Steindruck, glaube ich, mal gebaut. Kann man, glaube ich, hier, ne? Ja, Steindruck. Soll ich mal welche bauen? Aber nicht 200 Stück, um Gottes Willen. Einfach mal just for fun 100 Stück bauen. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, ne? Dann sag ich mal an der Stelle, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folge von Sandrock zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst, genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei My Time at Sandrock. Ciao mit V, tschüss mit Ö, euer Dieselchen. Tschüss.